Und ein herzliches Willkommen zurück. Gameplay von Pokémon Tekken X auf der Nintendo Switch. Ich bin von Lüe, Gameplays als Hobby. Und aufgrund eines Wunsches eines Abonnenten von mir, von GP Players, doch die Folgen etwas länger zu machen, werde ich jetzt immer schauen, dass ich so, ich sag jetzt mal, ungefähr 3 Kämpfe mal am Stück aufnehme. Und ja, vielleicht so circa 10 Minuten Filmmaterial habe, höchstens 15. Aber ich glaube, auf die Zeit konzentrieren wir uns nicht, eher auf die Kämpfe und eben nicht 3 Stück am Stück. Dann habt ihr ein bisschen mehr zu gucken. Also, dann fangen wir mal an. Also, GP-Player, ich hoffe, das ist in Ordnung. 3 Kämpfe auf einmal. Das hatten wir, glaube ich, auch geschrieben gehabt. Und ich muss jetzt erstmal wieder eine Weile mit Knackrack spielen. Ich weiß nicht, ob euch das dann zu langweilig wird. Aber mit Knackrack bin ich nun mal am besten und ich will mit ihm in Übung bleiben. Und wir suchen jetzt mal den nächsten Gegner. Mal schauen, ob wir überhaupt einen finden. Erstmal nicht. Na dann üben wir erstmal. Okay, neue Herausforderung gefunden, dann fangen wir mal an. Leonardo aus Italien mit Mewtwo Siege 12. Okay, schauen wir mal, wie es wird. Vielleicht könnten wir den ersten Kampf damit gewinnen. Erstmal herzlich willkommen, Leonardo. Du bist auf YouTube. Und wir wollen natürlich mal ein paar Siege sammeln. Tut mir leid, falls man dich irgendwie... Oh. Hey, ich war doch schon am Maus für eine Attacke. Was soll der Mist? Wow. Okay. Scheiße. Leonardo, das war gut. Nicht schlecht. Damit hätte ich ja echt nicht gerechnet. Ups. Immer diese Verfolgungsattacke, die vergesse ich immer. Geht doch. Wunderbar. 1-1. Mein Knackrack. Irgendwie ein bisschen zu bissig, aber irgendwie würde ich ihn trotzdem gerne mal über den Kopf streicheln. Voll erwischt. Aber okay, ich habe ja auch noch mein Limit, ne? Oh, ich glaube, das Mikrofon ist wieder ein bisschen zu nah.
So, ein bisschen weiter weg gemacht hier. Oh, doch nicht getroffen. So ein Cheat. Geht doch. Okay. So, Leonardo. War trotzdem ein guter Kampf. Hat Spaß gemacht. In der ersten Runde habe ich dich echt unterschätzt. Aber gut, dann habe ich dich ja doch noch erwischt. 1-0. 2-1, Entschuldigung. Aber 1-0 von 3 Kämpfen so gesehen. Das meinte ich damit. Sehr schön. Vielleicht sieht man sich wieder, Leonardo. Mal gucken. Dann suchen wir doch schon mal direkt den nächsten Gegner. Das ist jetzt neu für mich, immer direkt den nächsten Kampf noch mit aufzunehmen. Okay, einen Sieg haben wir schon mal bekommen. Das ist gut. Gvaldro, Bloody Roar. Aus England. 1264 Siege. Na woll. Na woll? Na toll, so rum. Wow, der ist auf Rang A5. Hallo? Ich bin bei C. Wieso darf ich gegen so jemanden kämpfen? Okay, schauen wir mal, wie es wird. Ne, Gruppe D sogar. Schnauze. Okay. Ich glaube, das ist beabsichtigt, ne? Dass ich nichts machen kann. Sag mal. Also irgendwie ist er auch langweilig. Was macht er denn alles mit mir? Na, das war doch mal ein schneller Kampf. Also Bloody Roar, gegen dich bin ich auf jeden Fall nicht gewachsen. Etwas langweilig war der Kampf mit dir ja schon, Bloody Roar, aber es hat dir natürlich geholfen. Okay. Dazu sage ich jetzt mal nicht netter Kampf, weil, wie gesagt, es war langweilig. Er hat ja wirklich nur dasselbe gemacht. Dazu kam ich zwar dann zu nichts, aber für ihn war es zwar zweckmäßig alles okay, aber für mich war es echt langweilig. Okay, nächster Kampf. Wen haben wir denn da? Dead Segment 234 aus den Vereinigten Staaten, also aus Amerika mit Mewtwo. Das sieht auch schon wieder mehr nach meiner Liga aus. Als eins muss ich dazu sagen, ich finde es echt scheiße, wenn jemand wirklich immer nur dasselbe macht. Das ist langweilig. Ich brauche Abwechslung, damit es auch Spaß macht. Gut, viele Attacken können die ganzen Pokémon hier ja alle an sich nicht. Natürlich wiederholen sich die Attacken nach und nach immer wieder, aber
So, der hat sich jetzt bestimmt gerade gefühlt, wie ich bei mir beim letzten Kampf. Wobei, gelangweilt war er bestimmt nicht, weil ich ja doch immer wieder was anderes gemacht habe. Das meinte ich. Man kann auch gut sein, wenn man ständig immer wieder andere Attacken macht. Ja, man muss nicht immer dasselbe machen. Huch, wieso bin ich wieder zurückgelaufen? Oh. Oh. Bin schon fast tot, was soll der Mist? Nein, das wird nichts. Nee, leider nicht. Scheiße! Hey, das war gut, Dead Segment. 224 vor. Ach ja, mein Englisch. Okay, wie es aussieht, werden die Kämpfe 15 Minuten lang hier. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel hängt so ein bisschen. Was macht der nochmal? Oh, ich glaube, der macht mich platt. Hey, ich war unter der Erde, was soll der Scheiß? Ah! Nein, das gibt's doch nicht. Wie durfte ich das denn jetzt bitte schön verstehen? Ich war unter der Erde, da konnte mich gar nicht treffen. Unverständlich, das kapiere ich jetzt echt nicht. Irgendwie bleibt es wirklich bei diesem Rhythmus wie sonst immer. Den ersten Kampf gewinne ich und die nächsten verliere ich alle. Unfassbar. Okay, das war die erste Aufnahme mit drei Kämpfen am Stück. Also, ne, ich hatte ja vorher natürlich, wo ich mal jeden einzelnen Mal durchgespielt hatte, hatte ich natürlich mehrere Kämpfe am Stück, aber nach dem Wunsch von GP-Player, wie gesagt, mache ich jetzt immer drei Kämpfe am Stück, bis zu 15 Minuten, jetzt sind wir bei knapp 14, von daher passt es. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, GP-Player, ich hoffe, das war genau nach deinem Wunsch. Und dann sehen wir uns bei den nächsten drei Kämpfen und auf Wiedersehen. Viel Spaß wünsche ich euch noch mit Pokémon Tekken X auf der Nintendo Switch und mit mir von Lüer Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.